Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Die Sims 3. Und das Spiel sieht ganz anders aus. Wowie. Es ist wieder heller. Denn mir hat jemand in den Kommentaren geschrieben, woran es liegt, dass das Spiel so dunkel aussieht. Es ist jetzt nur für die letzten 5 Parts, dass es jetzt so aussieht, was ein bisschen schade ist. Aber wir werden es überleben. Immerhin haben wir es überhaupt gefixt bekommen, ja? Für mich ist das Ganze ein bisschen wild, weil jetzt der Text ein bisschen wild aussieht für mich, weil ich jetzt im Fenstermodus spiele. Aber wir kriegen das schon hin. Ich hoffe, ich kann alles lesen. Tollen Männerfilm gesehen? Also ich weiß noch, dass wir im Kino waren, beziehungsweise im Theater. Aber Männerfilm? Excuse moi? Oh nein, ich glaube, der ist verbuggt, oder? Weil der kommt nicht raus. Oh Gott, okay, man kann das fixen, alles gut. Ja, im letzten Part hat die süße Maus ja ihren ersten Freund bekommen, so. We will see how that goes. Ich möchte auch Tierretter werden, die süße Maus. Aber Adrian, wir können nicht dasselbe Bestreben haben. Sie ist auf jeden Fall sehr glücklich, was sehr, sehr süß ist. Weiß gar nicht, wo er dann schläft. Auf der Couch oder was? Ja, und Sophia kommt nach Hause und geht direkt schlafen. Absolut relatable. Wieso geht er immer ins Bad? Ich hate es so sehr. Wow, die Leiste sieht crazy aus. Girl, ich glaube, am nächsten Arbeitstag könnte sie befördert werden. Bald ist Liebestag. Yay. Mein Hund ist verbuggt. Ich finde nicht. Ich meine, zurücksetzen ist immer so eine Sache in Sims 3, weil dann auch die Bedürfnisse hochgecheatet werden, aber dann ist es halt so. So, jetzt sollte es ihr besser gehen, I guess. Also sie kann sich wieder bewegen. Yay. Und er schläft tatsächlich auf der Couch. Good to know. Erstmal an den Laptop gehen. Süß, er macht einfach die Hausaufgaben. Wir lieben verantwortungsbewusste Partner. Das ist ein guter Einfluss. Guten Morgen. Sie muss heute nicht arbeiten. Deswegen kann sie auf jeden Fall sich um ihre Kritik kümmern. Und da sie ja der Meinung war, dass es gut war... Warum kann sie jetzt keine Kritik schreiben? Weil man das direkt danach machen muss, oder was? I can't do this anymore. Na gut, dann schreibt sie halt ihr Buch weiter. Hä? Es war doch unterschreiben immer mit den Kritiken. Oh, Adrian spielt mit Vincent direkt Fang. Anscheinend sind die direkt Besties. Wir haben einfach nur noch diese Sachen, die Adrian gemacht hat. Wir brauchen schon vernünftiges Essen, wenn man Gebäck hat. Sie ist immerhin schon zur Hälfte durch. Oh mein Gott, er ist richtig müde, weil wir kein richtiges Bett haben. Was ist eigentlich damit? Was kann man hier bekommen? Gutes Benehmen. Süß. Oh mein Gott, warum wusste ich das nicht? Hier Stahlblase finde ich gut. Und wir nehmen gutes Benehmen. Rechenmaschine, Alter, I can't. Ja, irgendwie habe ich vergessen, dass Tiere das auch haben. So, ich weiß nicht. So, die Kids sind auf dem Weg in die Schule. Sie wünscht sich, ein Kind mit Riley zu bekommen. Wie süß seid ihr denn? Ich meine... Warum eigentlich nicht? Wir können ja sicherlich in irgendeiner Form anbauen. Kein Problem. Lassen Sie mich in Ruhe. Amin. Wir können das ja einfach mal angehen. Und wenn es was wird... Ja, wie lange wollt ihr nicht noch rummachen? Also, reicht jetzt. Wieso geht sie nach Hause? Girl. Geh in die Schule. Stehen wahrscheinlich schon wieder 30 Leute da. Deswegen kommen sie nicht rein. Wolltet ihr nicht ein Baby machen? Frage für mich. Okay, okay. Mal schauen. Also, ich habe keinen Baby-Sound gehört. Girl! Du gehst jetzt sofort in die Schule. Ich weiß nicht, ob der Sound immer kommt, wenn die schwanger sind. Oder ob die auch schwanger sein können ohne Sound. Wir warten einfach mal einen Moment ab. So, und sie soll ja noch hier ein bisschen zuhören. Ach so, das war's schon. Die Lehre des Lebens betrachten. Same, girl, same. Das war irgendwie einfacher als gedacht. Ich habe nur die Musik angestaltet und sie so, ja, geil. Love it. Sie möchte auch wieder ein bisschen Sport machen. Warum eigentlich nicht? Gewinne Mira Düssel-Quinn als Freundin, um deine Schulleistung zu verbessern. Okay, we can try. Der Hund macht einfach mit. Love it. Okay, nein, sie hat, glaube ich, Angst. Aber es sah trotzdem so aus, als würde sie mitmachen. Schaff es auf die Liste der besten Studenten, um einen Geldpreis zu gewinnen. Okay, we can try. Wenn wir es nicht schaffen, dann schaffen wir es halt nicht, ne? Dann ist das so. Fias Fahrgemeinschaft kommt gleich. Upsi-dupsi. Dann sollte sie vielleicht vorher nochmal duschen. Sonst stinkt sie. Aber sie fühlt sich gut. Yay. Adrian Wagner hat gelernt, wie man richtig salutiert. Zeig es anderen. Süß. Ja, und hier sieht's auch schon ganz gut aus. I'm really proud of you. Die Klasse von Elva unternimmt morgen einen Ausflug an den Ort. Programmkino Darius Tita? Steht das da? I don't know. Ich kann es nicht genau erkennen. Möchtest du dir Erlaubnis unterschreiben, dass Elva teilnehmen darf? Natürlich. Wir lieben Ausflüge. Irgendwie hat sie ihre Hausaufgaben verloren. Das ist problematisch. Ah, nee, sie hat sie da. Oh, alles gut.
So, dass das hier geklappt hat, zeigt auf jeden Fall, dass wir definitiv befördert werden müssen heute. Ansonsten weiß ich auch nicht. Eine Gehaltserhöhung hat sie auch noch bekommen. Adrian ist auch zu Hause. Sehr, sehr schön. Geh erstmal duschen, mein Lieber. Er hat sich anscheinend auch mit jemandem angefreundet. Au, jo, mit Vincent. Wer ist Mira? Ah, sie. Wir können ja mal am Telefon quatschen. Vincent, einen Liebesbrief schicken. Süß. Machen wir. Wieso ist sie ein alter Freund von Spezi? Hallo? Ihr seid ja wohl noch Freunde. Hallo? Ihr ist übel. Yeah. Ich meine, wir könnten aus der Garage halt ein kleines Zimmer machen. Also das hier ein bisschen abteilen. We will see. Also mit dem Telefonieren klappt hier auf jeden Fall schon mal. Das ist sehr gut. Riley beginnt sich ein wenig krank zu fühlen. Schade. Okay, sie hat anscheinend irgendwie was mit Logik gemacht. Crazy. Und jetzt geht sie sich übergeben. Yeah. Noch nie hat sich jemand so sehr darüber gefreut. Ja, wir brauchen davon ein Foto. Das ist voll wichtig. Hallo? Wo sind Sie? Hi. Ah. Oh Mann, warum könnte ihr nur übel sein? Ich weiß es nicht. Erstmal speichern. Wegen Haufen Erbrochenen? Ew. Warum? Ich kann es nicht mit der Hand bewegen. Mit Noten kann Sophia ganz gut umgehen. In ihr steckt großes Potenzial. Doch sie muss sich für eine Richtung entscheiden, bevor sie ihren ersten Gig spielt. Das Rock-Label möchte Sophia als neue Frauenfrau engagieren. Naja, nicht sofort, aber irgendwann könnte sie vor tausenden kreischenden Fans auf der Bühne stehen und die schrägsten Songs ins Mikro grölen. Das Symphonie-Label meint jedoch, dass Sophia großes Potenzial für die elegantere Seite der Musik besitzt. Natürlich gehen wir in die Symphonie, weil das ist ja ihr Traum. Yay! Ich bin so stolz! Level 10 der Symphoniekarriere erreichen. Das ist ihr Traum. Jetzt ist sie Level 6. Orchestermitglied? Wow! I'm so proud of you. Sie hat jetzt erstmal auch 2 Tage frei. Let's go. Gönn dir ein bisschen Schlaf. Er ist erstmal im Game. Nein, wir sind nicht reich und schön. Lassen Sie mich in Ruhe. Und du gehst schlafen. Stopp. Sie muss nochmal kotzen. Erfährt sie es dann direkt schon? Nee, ne? Glaube nicht. But she's running. Vor allem, sie wird auch schon wieder angerufen. Oh Mann, ey. Ja, geh kurz ran. Nee, es ist mitten in der Nacht. Lass mich in Ruhe. Oh. Die müssen bald umziehen anscheinend. Geil, die stehen auf und sie so, erstmal ein Kissenschlacht mit meinem imaginären Freund. Let's go. Ist das hier draußen ein Reh? Ein Hirsch. Adrian hat Geburtstag. Das habe ich doch nicht vergessen, Leute. Hoppla. Sophie hat Level 8 der Gitarrenfähigkeit erreicht. Süß, sie möchte auf einer Party Gitarre spielen. Das ist ja mein Wunsch. Ich würde aber sagen, dass die beiden trotzdem erstmal zur Schule gehen. Und dann machen wir nachher eine kleine Party. Können wir auch diese Mira einladen? Oh, ich habe meine Rechnung vergessen. Was ist mit dir denn falsch gelaufen? Du stehst im Fernseher. Entschuldigung. Wie wäre es, wenn sie wieder ein bisschen trainiert? Das ist ja so ihr Traum, dass sie jetzt gerade mal ein bisschen mehr Sport macht, was okay ist. Wenn das ihr Wunsch ist, dann machen wir das. Ich freue mich auf Sommer, weil dann haben wir hier nicht mehr diesen Frost. I hate it. Attraktive Gesellschaft. Riley hat ihr Tageswerk vollbracht und sie kriegt, glaube ich, jetzt die Meldung, dass sie schwangi ist. Okay, zeig. Weil normalerweise ist sie um die Uhrzeit noch nicht fertig. Yay! Oh mein Gott. Oh, sie wünscht sich einen Sohn. Ehrlich gesagt, das ist mir egal. Oh mein Gott. Mein Spiel ist schon wieder gecrashed. Ich halte das alles nicht mehr aus, Leute. Oh mein Gott, wann habe ich zuletzt gespeichert? Oh mein Gott. Wir sind back. Genau an derselben Stelle. Die gute Maus kommt jetzt einfach nach Hause und hat jetzt wieder 3 Millionen Tage frei. Aber da sie eh Level 8 ist, ist es in Ordnung. Warum hat der Hund nicht geschlafen? Sag mal, also, I can't do this anymore. So, du gehst duschen, Girl. Und dann hast du auf jeden Fall alle Zeit der Welt, um an deinem Buch zu schreiben. Ah, nee, warte mal, sie muss gleich nochmal kotzen. Sie möchte einen Schaukelstuhl haben. Okay, ich kann das hier löschen. Ich finde das schon echt süß mit dem Schaukelstuhl. Achso, das passt da vorne gar nicht hin. I hate it. Lassen Sie mich in Ruhe, ich brauche keine Tipps. Wie wäre es so? Dann müssen die halt so... Wisst ihr, was ich meine? Ich möchte diese Lampi. Naja, es ist nicht dieselbe Tapete überall, ne? Wir nehmen mal diese hier. Süß. Das hier ein bisschen heller vielleicht. Toll. Yay. Also wir haben schon mal einen Schaukelstuhl. Das ist jetzt ihre neue Kleidung während der Schwangerschaft. Einfach eine Jacke. Geht okay. Der Whirlpool. Den können wir jetzt vielleicht nach drinnen tun. Warte mal, aber dann tue ich die Tür lieber auf die Seite.
Vielleicht ist das ein bisschen besser. Wow, Level 3 der Klavierfähigkeit. Girl. Ava beginnt mit einem Klavierfähigkeiten-Level von 3, da sie als Kind bereits fleißig Xylophon gespielt hat. Und beim Schlagzeug genauso. Crazy Girl. Und beim Bass auch. Alter. Okay, das ist richtig overpowered. Oh, wir haben ein Souvenir bekommen vom Ausflug. Cool. Ein Spiegel. Dann können wir den Spiegel. Komm, den geben wir Adrian. Dann kann sie diesen coolen Spiegel haben. I like it. Sie schaut sich erstmal ein neues Objekt an. Ich finde schön, dass sie die Tür am krassesten findet. Level 9 der Schreibfähigkeit. Crazy. Wisst ihr, was so süß wäre, wenn sie jetzt halt so irgendwie ihren Bauch streicheln würde oder so? I'd cry. Was ist hier nicht? Hä? Warum ist diese Wand nicht bemalt? Krückelkrise. So, Adrian ist zu Hause. Der kümmert sich jetzt erstmal darum, eine Party zu veranstalten. Ja, ich habe erstmal ein paar Leute eingeladen. Los geht's. Also um 18 Uhr dann. Ich kaufe noch kurz einen Kuchen. Und dann speichere ich, weil ich habe Angst um mein Leben. Vor allem... Oh, den Wunsch hat sie jetzt nicht mehr. Sie wollte ja auf der Geburtstagsparty eigentlich Gitarre spielen. Aber das kann sie ja trotzdem machen. Auch wenn es nicht mehr offiziell ihr Wunsch ist. Entschuldigung. Sophia, mach mich so fertig, Alter. Der erste Gast ist da. Hi. Wir machen natürlich Musik an. Wir machen an Kindermusik. Obwohl, er wird zum Teenager. Das macht gar keinen Sinn. Moment. Wir machen Hip-Hop. Oh, dann... Ja, der Zifetzi, oder? Würde ich sagen. Hallo, mein Süßer. Oh, bin so stolz auf ihn. Yeah, Party. Wir haben hier nicht so oft Partys, deswegen freue ich mich, dass du eine bekommen hast zum Geburtstag, ja? Auf geht's, ab geht's. Was wünschst du dir? Okay. Wir brauchen doch ein Foto. Warum bist du so schnell? Oh, wie süß ist das denn? I can't. Ich möchte nicht, dass man da sieht, dass da irgendwie... Hi, ich will doch den Kuchen sehen. Dieses Spiel macht mich fertig manchmal. Egal, dann sieht man halt die Luft. Süß aber, I love it. Yay, alle feiern. Ich lieb's ja so. Adrian war fleißig in der Schule und ich darf mir ein Merkmal aussuchen. Aber wir machen es trotzdem random. Es ist scharfsinnig. Scharfsinnige Sims sind gute Ermittler. Ihr Talent, potenzielle Verbrecher zu beschatten, ist durch nichts zu toppen. Scharfsinnige Sims profitieren, wenn sie an der Sim-Universität einen Abschluss in Wirtschaft anstreben. Spannend. Also, Boy, diese Frisur behältst du nicht. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Hä, aber ich finde sein Outfit voll geil irgendwie. Schauen wir mal. Umstylingsrunde. Slow down, ho, oh, let me quick phone up, pussy boy, shut up, fa la 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 la, fill my teacup, my girl bonster, yeah, she kinda stuck up, fa la la la. Your lady thirsty, push your mercy, she too curvy, controversy, suck my D, Kira Skirt, she's a mess, yeah, the Murphy, call her mama, she call me daddy, she bad and bougie, down there, I'm popping tags, I'm copycat, I'm in this bitch, yeah. I'ma wake on up, I'ma get my bag, I'ma bustin' up, I'ma blow that bag, don't regret that shit, I'ma taste my bitch, we gon' cry a bit, we don't give a shit, big game average, but I know how to thrust, my shorty bad and independent like Russ, 40k about my price going up, stop complaining, little bitch, shut the frick up, slow down, hold up, let me kick the phone up. Pussy boy, shut up. Fa la 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 la. Fill my teacup. My girl bossed up. Yeah, she kinda stuck up. Fa la la la. Your lady thirsty. Go show mercy. She too curvy. Controversy. Suck my D. Kira Skirt. She's a mess. She had a Murphy. Call her mommy. She call me daddy. She bad and bougie. Down there. I'm popping tags. I'm copycat. I'm in this bitch. Make it savage. My mama call me. Said she loves this new one. I love you, mom. We talking money. Then consider it done. That shit was easy. Er ist ja so ein Schnucki. Wow. Wie kann man so cool aussehen? Wirklich. Ich bin so begeistert. Okay, das mit den Anfreunden ist jetzt nicht mehr. Schade Marmelade. Das Pfadfinden ist auch nicht mehr. Ja, die Frau, was machen wir denn ansonsten? Er ist ja schon kein Daripped, was sehr wild ist, meiner Meinung nach. Deswegen finde ich Sportverein vielleicht sehr, sehr cool. Boah, was, wenn er später Polizist werden will? Ich meine, so weit kommen wir wahrscheinlich nicht mehr. In diesem Let's Play, aber es kann ja trotzdem die Idee sein. Hier, und sein Spielzeug nehmen wir jetzt mal weg. Das können wir dann ja immer noch umräumen, wie es halt passt. Und das Bett sehe ich jetzt auch nicht mehr. Also es ist halt voll das Kinderbett, ne? Wenn ich das hier so drüber mache, passt das? Sehr cool. Dann weg mit dem Bett. Hallo, neues Bett. WTF, Alter. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich fände es actually richtig cool, wenn er Schlagzeug spielen könnte. Ich weiß nicht, ob er da hinkommt. Wir schauen einfach mal. Ich finde sowas richtig geil. Aber ich weiß nicht, ob das im Zimmer so Sinn macht. Das ist so eine Sache, die kann ich mir vorstellen, dass die halt hier dann
in der Garage steht, weil jetzt haben wir ja hier ein bisschen Platz. Dann kann er auch ein bisschen Sport machen. Ich würde sagen, man kann vielleicht einen Schreibtisch da hinstellen, aber ich glaube, dann passt das nicht mehr. Also er kann ja weiterhin ein Bücherregal haben, aber eben mit anderen Farben. Das finde ich richtig geil irgendwie. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde es irgendwie passend. Ich hasse die Pflanzen in diesem Spiel. Hier, so eine Hängepflanze. Das sehe ich noch. Und dann hängen wir hier vielleicht noch ein Bild auf. Das finde ich nice. Er steht so auf Frauen. Warum? Er sieht ja auch ein bisschen aus wie so ein Player. Also, vielleicht. Love it auf jeden Fall. Ja, und das mit den Käfern. Ganz ehrlich, ich lösche das. Ciao. Weil die spawnen eh nicht. So, und Ava kann ja nochmal zu ihrem Freund gehen. Und dann können die ja mal ein bisschen flirten. Oh mein Gott, ich will nicht zur Universität. Lass mich in Ruhe. Ich bin großer Fan. Oh, die sind umgezogen. Süß. Sie tanzt einfach mit Spezi. I love it. Der Kuchen ist einfach leer. Wann ist das denn mal zuletzt vorgekommen? Er ist so happy. I love it. Yay, er hatte eine schöne Party. Er würde gerne einen Teilzeitjob annehmen. Aber das sehe ich jetzt irgendwie nicht so. Er möchte fahren lernen. Süß. Ich würde aber an der Stelle erstmal den Part beenden. Ich nehme viel zu lange auf. Upsi. Schreibt mir gerne Babynamen mit A in die Kommentare, damit wir mit dem Naming-Theme weitermachen können. Oder sonst hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.